So vermeiden Unternehmen Negativzinsen. Ihr seid Gewerbetreibende, Handwerker oder Freiberufler und eure Bank kassiert von euch Strafzinsen für euer Geschäftsguthaben? Dann seid ihr nicht allein. Unsere Recherchen zufolge macht das mittlerweile fast jede zweite Bank oder Sparkasse. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr Negativzinsen vermeiden könnt und stelle euch drei Alternativen vor. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Luis von bialo.de. Wenn Gewerbetreibende mehr als 50.000 Euro auf dem Geschäftskonto liegen haben, kommen sie um einen Strafzins von 0,50% pro Jahr kaum herum. Die Banken nennen das Ganze dann Verwahrentgelt. Sie kassieren quasi eine Gebühr, wenn euer Geschäftsguthaben eine bestimmte Schwelle überschreitet. Dieser Freibetrag kann zum Beispiel bei 50, 25 oder auch nur 10.000 Euro liegen. Wie viel Banken und Sparkassen mittlerweile Negativzinsen kassieren und ab welchem Betrag, erfahrt ihr in unserem Ratgeber hier oben. Gerade Handwerker und Gewerbetreibende kommen mit ihren regelmäßigen Umsätzen schnell über diese Schwelle. Doch es gibt Alternativen. Ein effektiver und schneller Weg, die Strafzinsen zu vermeiden, ist, das Geld auf mehrere Konten zu verteilen. Ihr könnt ein oder zwei weitere Geschäftskonten eröffnen und darauf eure überschüssige Liquidität parken. In unserem Ratgeber stellen wir vier Banken vor, die Freibeträge von 50 bis 100.000 Euro gewähren und deren Geschäftskonten zum Teil sogar gebührenfrei sind. Unser Tipp: Wenn ihr ein Konto bei einer neuen Bank eröffnet, solltet ihr mit Daueraufträgen und Überweisungen für Bewegung auf dem Konto sorgen. Denn die neue Bank möchte nicht nur als Parkplatz für euer Geld missbraucht werden. Wenn ihr eigentlich permanent eine größere Liquiditätsreserve mit euch herumschleppt, dann sind die sogenannten Robo-Advisor eine gute Option. Was viele nicht wissen und wir durch unsere Recherche aufgedeckt haben, die digitalen Vermögensverwalter bieten ihre Dienste nicht nur privat, sondern zunehmend auch für Firmenkunden an. Von den gut 30 Anbietern in unserem Performance-Vergleich machen das immerhin schon ein Dutzend. Die Gesamtkostenquote für die Vermögensverwaltung mit ETFs liegen meist deutlich unter 1% pro Jahr. Dafür erhaltet ihr im Gegenzug die Chance auf eine attraktive Rendite, mit der ihr nicht nur Negativzinsen umgeht, sondern auch die Inflation schlagen könnt. Allerdings solltet ihr bei den Robos nur Geld anlegen, auf das ihr kurzfristig nicht angewiesen seid. Schließlich ist der Kapitalmarkt immer auf Kursschwankungen unterworfen. Ihr kommt natürlich bei den Robos trotzdem jederzeit an euer Geld und könnt kostenlose Teilauszahlungen vornehmen. In der Regel dauert es 3 bis 4 Tage, bis das Geld auf eurem Konto ist. Wie die Robo-Advisor genau funktionieren, erklären wir im Video hier oben. Die dritte Option, Negativzinsen zu vermeiden, sind Genossenschaftsanteile bei den Volks- und Raiffeisenbanken, zu denen auch die Sparda- und PSD-Bank zählt. Ihr werdet quasi Miteigentümer der Bank und erhaltet auf eure Anteile eine jährliche Dividende, zum Beispiel in Höhe von 2,5%. Der größte Unterschied zum klassischen Festgeld ist der weitaus höhere Zins. Hier müsst ihr jedoch berücksichtigen, dass auf das eingelegte Geld nicht so schnell zurückgegriffen werden kann. Denn die Einlagen bei Genossenschaftsbanken sind mit längeren Kündigungsfristen versehen. Welche Genossenschaftsbanken im Moment die höchsten Dividenden zahlen, erfahrt ihr hier oben in unserem Video. Das waren unsere drei Strategien, wie ihr Negativzinsen für euer Geschäftsguthaben vermeiden könnt. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Für ein Like und ein Abo würden wir uns freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.